Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Minecraft Dungeons. Und zwar ist das Spiel mir von Kollegen empfohlen worden, dass sie das sehr, sehr gerne spielen. Und deswegen habe ich gedacht, schauen wir uns das heute einmal an. Es war eine Zeit großer Abenteuer und Gefahren. Als Ausgestoßener durchstreift ein Illager das Land und sucht ein Zuhause. Doch er fand nichts als Hass. Getrieben von der Wut auf all seine Peiniger, wanderte er ziellos in der Welt umher. Doch nach langer Suche fand der Illager etwas, das alles veränderte. Die Kugel der Dominanz. Vom Bösen verdorben, von Rache getrieben, unterwarf der Erz-Illager alle anderen. Wer sich nicht unterwarf, der sollte leiden. Die Illager plünderten das Land. Wer würde den Mut, die Herzensgüte haben, sich der Herrschaft des Erz-Illagers entgegenzustellen? Nun, er wohl nicht. Doch vielleicht du. Das Dorf brennt. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz-Illagers und seiner Schergen gewesen. Sie überziehen das Land wie ein alles verschlingender Flächenbrand und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Die Zeit für Helden wie dich ist gekommen. Beeil dich! Die Dorfbewohner brauchen dich! So, neues Ziel, begib dich zum Dorf. Okay, wir können uns auf jeden Fall schon mal bewegen. Finde das Ziel, folge dem Navigationsmarker. Zack, so, da haben wir hier schon mal unser erster Zombie. Wie muss... okay, so geht's lang. Perfekt. So, der ist schon mal kaputt. Dann gehen wir hier einfach weiter. Hier ist der nächste Gegner. Zack. Auch gar kein Problem für uns. So, machen wir die drei kaputt. Perfekt. So, das tun wir aufheben. Pfeile. Verwende deinen Bogen. Dann können wir nämlich den hier oben töten. Der ist schon mal sehr, sehr gut. Aufheben. Perfekt. Sieht ja schon mal sehr, sehr gut aus. Zack, du bist auch tot. Zack, Nummer 1, Nummer 2. Für ihn brauche ich wieder meinen Bogen. Zack, ja, das ist doch alles gar kein Problem für uns. So, Nummer 1, ihr 2 und du auch weg. Perfekt, zack, du auch weg. Die Kiste tun wir öffnen. So, da unten müssen wir wahrscheinlich. Wir gehen jetzt aber hier mal ganz normal unseren Weg hin. Ja, und dann kommen wir nämlich hier runter. Das ist schon mal sehr, sehr gut.
Also war unsere Vermutung doch gar nicht so schlecht. So, hier vorbei. Es geht hier ein Zaun hoch. Jetzt muss ich hier erstmal kämpfen. Dass wahrscheinlich der Durchgang wieder funktioniert. Perfekt, Level aufgestiegen sogar. Und jetzt können wir ganz normal hier durchlaufen. Mit dem Levelaufstieg erhältst du einen Verzauberungspunkt, den du zum Aufwerten von Gegenständen einsetzen kannst. Sehr schön. So, jetzt kommt ihr zwei her. Also ich muss ja echt sagen, irgendwie ist es ja schon echt cool, das Spiel. So, jetzt sind wir im Inventar. Die können wir jetzt hier als extra Zusatz noch auswählen. So, als extra Waffe. So, da brauchen wir wieder unseren Pfeil und Bogen. Na, muss hier weiter rüber. So, perfekt. Jetzt kommt ihr zwei nachher. Sehr, sehr schön. Komme ich da irgendwie rüber? Ja, weil schieße, kaputt schieße kann ich es nicht. Ich gehe jetzt einfach weiter. Oder nee, komm. Die Kiste wird die schon irgendwie. Es muss ja irgendwie funktionieren, dass ich da. Aha, dass ich da rüberkomme. TNT, den nehme ich, trage ich da mit mir. Ich darf es halt bloß nicht dahin schmeißen, wo ich bin, weil das geht dann in die Luft und tötet mich. So, weiter geht's. Wir sind in die nächsten zwei, aber alles kein Problem für uns. Wir sind sehr, sehr gut. So. Hier hoch. Du konntest die Dorfbewohner nicht rechtzeitig retten, aber verzage nicht. Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden.